Nächster Halt, Köln-Messe-Deutz. Planmäßige Ankunftszeit, 16.07 Uhr. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro. Das ist mein Shooting-Video aus Köln mit der lieben Anne zusammen. Hier ist ihr Instagram. Zusammen hatten wir nur eine Stunde Zeit. Viel Spaß mit dem Video. Unsere Location war dieses Parkhaus, beziehungsweise eher das Gelände auch darum herum. Wir haben vorne an der Straße Fotos gemacht, an einer Treppe. Und dann sind wir reingefahren und haben drin noch ein paar Fotos gemacht. Spot 1. Wir haben draußen an der Straße angefangen. Ein bisschen Hintergrundwissen hierzu. Dem Shooting war so. Die liebe Anne und ich, wir beide kennen uns eigentlich nicht. Wir haben ein paar Mal miteinander bei Instagram geschrieben. Sie kommt aus Frankfurt und hatte in Köln einen Auftrag. Und deswegen ist sie hingefahren und dann hat sie mir Bescheid gegeben, ey, sie ist hier, hätte eventuell kurz Zeit für ein Shooting. Und dann habe ich die Chance genutzt, bin dorthin gefahren und wir beide haben so ein erstes Kennenlernen-Shooting gemacht. Weil denn ist es mir sehr wichtig, wenn man keine Aufträge hat, sondern solche quasi privaten Shootings, dann ist mir wichtig, dass man sich versteht. Und deswegen dieses Kennenlernen-Shooting, um zu gucken, wie gut man miteinander funktioniert, ob die Bilder okay sind, ob ihr die Bilder gefallen, ob ihr meinen Stil gefällt. Denn man setzt irgendwie als Fotograf jede Person so ein bisschen anders um, so wie man die Person halt auch sieht. So ist es in meinem Fall auf jeden Fall. Diese Treppe hier ist für uns nun die zweite Location. Ich finde sie irgendwie interessant, weil sie diesen, ja, industriellen, clean Look hat mit dem Beton. Dazu dann noch diese roten Pfeiler im Hintergrund, wo hinter noch eine Laterne ist, die man schön im Bild sehen kann. Rechts an der Wand ist ein Aperture MC-Licht, was ich sehr gerne nutze, weil es magnetisch ist, weil es klein ist, sehr stark ist und man es überall mit hinnehmen kann. Man kann die Farbe wechseln, die Farbtemperatur. Es ist einfach echt ein cooles Stück Technik. Mehr Infos auch in der Infobox dazu. Genau, und hier haben wir auch ein paar verschiedene Posen ausprobiert. Und dazu kommen hier die Fotos. Nachdem wir draußen die Straße und die Treppe unsicher gemacht haben, sind wir nun reingegangen. Wir wollten nicht ganz so nass werden, da es angefangen hat zu regnen. Und nun sind wir jetzt hier drin, probieren so ein paar Fotos aus vor der weißen Wand, so ein bisschen cleaner mit dem Schild vielleicht noch und ihren Kopfhörern. Ja, genau. Und das hier sind die Ergebnisse. Okay, dann müssen wir mal die Wand nehmen. Dann machen wir das nochmal, das war witzig. Nach den Fotos vor der weißen Wand ging es nun hoch aufs Dach. Wie man sehen kann, ist es schon sehr dunkel geworden in der kurzen Zeit. Und wir haben erst das Auto als Lichtquelle genutzt und vor den Autoscheinwerfern ein paar Fotos gemacht. Haben wir uns ganz an die Seite des Parkhauses gestellt, um so ein bisschen die Skyline von Köln im Hintergrund zu haben. Die ganzen vielen Lichter, das ist einfach mega schön im Bouquet. Es ist einfach nur am Funkeln gewesen. Und ja, viel Spaß mit den Fotos.
Mit dem Auto einmal schnell nach unten, da es oben nun zu dunkel und zu wenig war, ging es runter, wo mehr Licht war. Und da ging es nun weiter. Zeit geht wie im Fluge, wenn man Spaß hat. Und ich hatte auf jeden Fall Spaß bei diesem Shooting und deswegen nochmal lieben Dank an liebe Anne. Die Zeit ist rum, die Stunde ist zu Ende und nun kommen nochmal ein paar meiner Favoritenbilder aus dem Shooting. Aber was sind eure Favoriten, die ihr hier im Video gesehen habt? Schreibt es doch gerne in die Kommentare, ich würde es gerne wissen. Und viel Spaß mit meinen Favoriten. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, dieses Video zu erstellen. Weitere Videos werden in Zukunft folgen und ich glaube, ich habe auch dieses kleine Problem gelöst mit dem Autofokus, dass er manchmal auf dem Boden war und nicht die ganze Zeit die Person scharf war. Etc. Video für Video denke ich, hoffentlich werde ich besser und ich lerne daraus und dafür seid auch ihr da. Schreibt gerne in die Kommentare, was gut war oder auch was schlecht war. Gebt mir gerne konstruktive Kritik. Sagt natürlich dann auch, was doof war, aber warum und nicht einfach nur, das ist doof. Sondern gib bitte auch einen Grund dahinter. Dann kann ich mich auch verbessern in Zukunft. Und vielen lieben Dank fürs Schauen dieses Videos. Ciao, ciao.